Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animal Crossing. Wir haben den 1. Juni. Schauen wir mal, was es Neues gibt. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 1. Juni. Unglaublich, dass wir schon Juni haben. Die Luft ist voller Liebe. Damit beginnt die Hochzeitssaison. In manchen Landstrichen sagt man, wenn man im Juni heiratet, wird man ein Leben lang glücklich sein. Was für ein romantischer Gedanke. Weiter mit den Neuesten von heute. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel, heißen wir Jolly auf Isla Vecchia willkommen. Es freut mich immer sehr, neue Leute auf der Insel begrüßen zu dürfen. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. So, wir haben hier Post bekommen. Und, was passiert? Mein Knockphone klingelt. Hallo? Ah, Tackchen habe ich hier. Hoffe mal, ich störe nicht oder so. Also ich weiß, unerwartete Bitten sind total nicht zen und so, aber genauso eine hätte ich gerade mal. Hab nämlich zwei ganz gechillte Gefährten hier, die ein paar Fotos wollen und könnte dabei Hilfe gebrauchen. Wäre eine irre Stressfaktorreduktion, wenn ich auf deine helfende Pfote oder die Hand zählen könnte. Meinst du, du könntest mal ganz tief und entspannt nach Fotopia rüberfliegen? Den Rest erkläre ich dann. Hatte ich dir schon erklärt, wie du nach Fotopia kommst? Ist ganz easy und kostet nicht mal Karma. Schwing dich einfach zum Flughafen und verklickere denen da, dass du zu Habis Insel musst. Also, bis dann. Alles klar, wir fliegen eine Runde heute. Wir schauen mal, was es hier Schönes Neues gibt. Brauchen wir nicht. Geschenk, ja, nehmen wir an. Den Rest werfen wir weg. Postfach ist leer. Sehr gut, was haben wir hier in der Hand? Auspacken. Häkelschürze von Mama. Werden wir später vielleicht brauchen. Ganz was Tolles. Da pumpt schon wieder wer. Ey, pumpst du, sag mal. Wahnsinn, du bist das, Honig. Hey, du siehst heute echt klasse aus. Dankeschön. Für dich. Für mich? Ja, für dich. So, eine Muschel. Eine Schnecke. Für die Schnecke hier. Wie krass, eine Kaurisschnecke. Danke, voll cool von dir, dass du mir was schenkst, dass ich echt mal brauchen kann. Alles klar. So, ab zum Flughafen. So. Einmal die Nachfragen. Bodo, hey, hey, willkommen am Tor zu den Lüftern. Wunderbar. Ich will fliegen. Roger. Für die Unterlagen müsste ich noch einiges wissen. Hier zu Habis Insel, bitte. Ja. Roger. Alles klar, es kann gleich losgehen. Aber bist du bereit? Hast du was du brauchst? Auf geht's. Dann los. Ab in die Luft mit dir. Dankeschön. Im Landen bin ich fast so ein Ass wie in der Psychologie, aber runterkommen sowieso alle. Over. Rauschen auf Frequenz Mondkuchen. Wer funkt mir denn hier dazwischen? Ich weiß nicht. Was ist denn hier los? Ha! Kein Drama, alles gut. Ihr kriegt eure Fotos zum Hochzeitstag. Nur halt eine Idee. Später wieder. Das ist ja schön. Aber was ist mit den Kulissen? Wir können doch schlecht alles selbst machen.
Oh, Kai, du bist ja. Da bist du ja. Hör mal, ich hätte da eine kleine Bitte an dich. Also das hier sind Rosina. Hallo. Und ihr Schnuckiputz Björn. Servus. Die beiden sind verliebt, verlobt, verheiratet, soweit alles vollkommen entspannt, ne? Sie lassen jedes Jahr zu ihrem Hochzeitstag ein paar Fotos machen. Ganz schnieke mit Kulisse und allem. Juni ist ja eine gute Zeit für Hochzeiten, deshalb läuft die Chose den ganzen Monat durch. Da haben wir uns ja was vorgenommen. Bleibt nur ein winziges Problemchen. Ich habe zwar ein Studio zu verleihen, aber Inhaberstatter bin ich nicht. Aber alles easy, du könntest doch was für dein Karma tun und die Kulissenschieberei übernehmen. Geht ja nur darum, die passenden Möbel und so im Raum zu drapieren. Alles super entspannt. Und keine Sorge, die Ausstattung selbst stelle ich zur Verfügung. Also, wie sieht's aus? Willst du den zwei Turteltauben zu ihrem Glück verhelfen? Na klar doch. Wirklich? Wusste ich doch gleich, als ich deine Aura gespürt habe. Dann stolpern wir mal rein ins gute Studio. Das hier ist mein Hochzeitsfotostudio. Naja, eigentlich ist es wie eine Küche mit ein paar Kulissenwänden. Da du noch nie bei mir Bilder geschossen hast, erstmal eine tief entspannte Erklärung. Du kannst nach unten drücken, um hier umzuräumen, genau wie bei dir zu Hause. Und die Möbelauswahl verläuft auch absolut stressfrei. Ich habe nämlich einen Vertrag mit Nook Shopping, alles aus deren Katalog kannst du direkt ausleihen. Oh, eins noch, du kannst jederzeit ein Päuschen machen und den Raum verlassen. Aber wenn du dann weitermachen willst, sprich mich an, ne? Alles andere regelt Rosina, sie hat ziemlich konkrete Vorstellungen, also alles sein. Namaste. Alles klar? Ich grüße dich. Wirklich schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Rosina, sehr freundlich, dass du uns hilfst. Und das hier ist mein Schatz, mein Augenstern. Björn heiße ich. Freut mich. Ach, das werden die perfekten Fotos für unseren Hochzeitstag. Wie romantisch das alles ist. Nun ja, eigentlich machen wir das jedes Jahr zu unserem Jahrestag. Aber es ist jedes Mal bezaubernd. Alles würde man jenen schönen Tag noch einmal ganz neu erleben. Da kribbelt es genauso im Bauch wie damals vor dem Traualtar, nicht wahr, Björni-Bärchen? Absolut, so ist es. Es kribbelt wie nach einem Wettessen mit Apfelstrudel. Hihi, ein perfekter Vergleich. Oh, jetzt hätte ich fast vergessen, dass du auch noch da bist. Wenn ich mein Björni-Bärchen ansehe, bin ich sofort im siebten Himmel. Aber erstmal zurück zur Erde. Wir haben uns wegen der Fotos schon etwas ausgedacht. Wir wollen unsere Hochzeit nachstellen. Wenn du den Zauber jenes Tages heraufbeschwören könntest, wären wir dir ewig dankbar. Du musst nur ein paar Entrichtungsgegenstände aufstellen, genau wie bei dir zu Hause. Ach ja, fast vergessen. Mein einmaliger Schatz hat sogar extra Hochzeitsmöbel dafür angefertigt. Ist du nicht der beste Ehemann der Welt? Ich hoffe, die Stücke passen zu deinem Deko-Konzept. Die Hochzeitsmöbel findest du in der Kategorie Event. Such dir dort aus, was du aufstellen möchtest. Heute werden wir gerne die Trauung selbst nachstellen, mit Kirche, Bänken, Altar und all so etwas. Vor den Augen aller werden wir uns erneut das Jawort geben. Ach, romantischer geht es nicht mehr. Wir wollen eine ganz niedliche Deko mit viel Rosa und Weiß, am liebsten mit Möbel von Björni-Bärchen. Sag Bescheid, sobald alles für die Fotos bereit ist. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Kreation. Alles klar, wir legen gleich los. Wir bräuchten, was brauchen wir? Was nehmen wir denn? Ja, Event haben wir schon mal. Thank you.
Und wir drehen mit. Huch. Da, drehen. So geht's. Und wir brauchen eine Bank hier. Nein, den Teppich lassen wir. So, rück zusammen hier. Und hier nochmal. Hier. Und hier. So. Wir brauchen noch viel mehr. Einmal, zweimal, hier die Blümchen. Hau raus, was geht. Ganz viele Blümchen hier. Yeah. Sieht doch toll aus. Ist immer groß, oder? Wie geht das? X. X, du das siehst. Hey, so. Nein! Zurück, zurück, zurück! Hilfe! Einmal zur Wand. Dann, wir sollen es umgestalten. Edel. Oder, nein, edel natürlich. Diesen hier auch nochmal. Und edel. Yes. Und hier nochmal. Nein, falscher Knopf. Ach komm. Edel. Edel. Ja, hier rot, weiß, rot, rot, weiß, rot. Sehr schön. Gut gemacht. Was wollen wir denn noch? Huch, ein Leerpult. Ja, sieht toll aus. So, einmal hier noch. So, hier sitzen auch noch ein paar Sträflinge. Weiter geht's. Was nun? Was bräuchten wir denn noch? Hier ein Strahler. Hahaha. Licht muss sein. Wohin damit? Hier hin. Einmal drehen. Yeah. Sehr schön. Gut so. Was brauchen wir noch? Ein Lagerfeuer. Nein, nur Spaß. Ein Pflänzchen, was haben wir hier? Hat denn die Zypresse noch an der Wand Platz? Nein, hat sie nicht. Dann nur zum Eingang. Eine zweite vielleicht, sehr schön. Ja, das sieht doch toll aus. Home Trainer, nein. Brauchen wir nicht. Kleinzeug. Die ist ja süß. Hier nach vorne. Ja, ich hab's ja richtig drauf. Was sagt ihr? Gefällt euch das? Ich hoffe schon. So, das war's. Viel mehr will ich nicht, sonst wird der Raum zu voll. Beenden. Foto machen.